Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit Bible Let's Play zu Empire Earth. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal hier tatsächlich auf dem Mars angekommen. Jawohl, wir sind auf dem Mars. Und bist uns hier ja, in einem Unabhängigkeitskrieg bestehen. Naja, wir haben jetzt hier unsere Armee, beziehungsweise wir wollen die Quando-Dynastie wiederherstellen. Und da haben wir jetzt hier... Was ist das denn hier? Was zur... Was ist das denn für tausende Mini-Hubschrauber jetzt? Alles klar, wir müssen also schnell machen, okay. Alles klar. Ja, ja, ja. Oh, was ist das denn? UFOs! Was zur Hölle? Okay. Leute, ich mache ja schon. Ich lade ja schon. Und genau, und wir waren jetzt hier dabei, uns hier eine neue Armee aufzubauen. Und wo ist gerade... Wo ist mein... Hä? Wo ist meine Maus, Freunde? Wo ist meine Maus? Verdammt nochmal. Ich hab das doch gespeichert, oder? Nee, das ist ein komplett falscher Speicherstand jetzt gerade. ich hoffe, dass ich das tatsächlich gerade gespeichert habe. Das ist jetzt gerade ein bisschen alternativer Anfang in die Vision. Beziehungsweise in die Folge. War das hier? Ja, das war hier, glaube ich. Wartet mal, habe ich das nicht abgespeichert? Und ja, im Prinzip müssen wir uns jetzt hier eine neue Armee formieren, die sich gegen die Regierung der Erde im Prinzip... Verdammt. gegen die Regierung der Erde auflehnt und dafür, ja, auf dem Mars sich breit macht, genau. Allerdings ist das jetzt gerade blöd, dass ich das nicht gespeichert habe. Wartet mal dann, Freunde, dann gehen wir nochmal hier runter. Das, was wir auch bei der letzten Folge schon gemacht hatten hier. Genau. Und dann sicher mal alle Bürger hier hinten. Und hier haben wir auch noch ein paar Einheiten mehr. Das ist sehr gut, tatsächlich. Weil dann können wir jetzt nämlich die Bürger beschützen. Jo, ist klar. Ist klar, Freunde. Nee, komm mal runter. Komm mal runter. nee, 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 nee. Spiel hier nicht wieder den Helden. Um Gottes Willen. So. Hier drauf da. Los. Und du zurück. Ach, um Himmels Willen, ey. So, Freunde. Die sind hier auf den Dings fixiert. Auf den Hakundo. Hakan Sundo, genau. Okay, Schwarzhemd kaputt machen. Himmels Willen, ey. So, Freunde. Ich glaube, dann haben wir es ja so langsam. Oh Gott, Freunde. Oh Gott. Jetzt haben sie hier einen Hubschrauber weggenommen. Das ist jetzt natürlich Mist, ne? Wir können jetzt nach Huoxingcheng fliegen und uns mit den Stadtoberen treffen, die mehr als willens sind, das großzügige Angebot zu akzeptieren. Genau, Freunde, hier waren wir ja beim letzten Mal stehen geblieben. Selbstverständlich mit Ihrer Genehmigung, Okara. Ich hoffe für Sie, dass es das wert ist, Xinhua. Mir gefällt es nicht, dass Sie Ihre Hände so bereitwillig in die Schatztruhen stecken, um die wir so hart gekämpft haben. genau. Gut, Freunde. So, hier waren wir ja dann beim letzten Mal stehen geblieben und wir sollen die Einheiten hier absetzen. Ne? Bringen Sie Kans, Sundo, Xinhua und deren Gefolgsleute in den Transporter und fliegen Sie sie zum Huoxingcheng Kapitolgebäude, Freunde. Genau, wir wollen uns jetzt nämlich mit den anderen Städten verbünden. Und der Grund, warum ich hier so schnell bin, das habt ihr gerade eben gesehen. da kommen UFOs. genau, Freunde. Und das Kapitolsgebäude, ist es das hier? Das ist eine Uni. Lass die mal ab. Ah ja, guck mal. So. Glückwunsch, unsere Techniker haben die Designmatrix der Bergbaueinheit analysiert und sie ihrer Produktionswarteschlager der Panzerfabrik hinzugefügt. Sehr schön, aber... Guckt euch das an, Freunde. Könnt ihr nicht mitkommen hier? In die Stadtmauern, geht das nicht? Guckt euch das mal an hier. Reaper-Kampfhubschrauber.
Die machen hier alles platt, ne? Aber... wo? Warum triggert denn jetzt hier nichts, wenn ich fragen darf? Warum triggert hier nichts, Freunde? Eigentlich? Ja, okay. Alles klar. Oh nein, der große Khan ist tot. Was? So geht die Sonne der Quan-Do-Dynastie unter. Warum das denn? Die Revolution wird dahin wecken. Damit warum das denn? Wie, der ist tot? Wo hat er sich denn versteckt, sagt mal? Wo hat er sich versteckt, der Kollege? Na gut, Freunde. Es sieht mir so aus, als ob wir hier tatsächlich nochmal das Spiel laden müssten. Meine Güte, was ein chaotischer Einstieg in diese Folge hier, Freunde. Aber gut. Ich meine, es ist die vorletzte Mission. Das muss halt ein bisschen chaotisch sein hier, ne? Alles klar, Freunde. So, genau hier. So, hier geht's jetzt nämlich ab. Genau. Und ihr bleibt bitte hier stehen, richtig. Und ihr helft bitte hier. So. Bitte schön weiterhelfen. Das Wichtige ist, diese beiden Hubschrauber, ja, beschützen. Ach du Heilige. So. So, mach diese Roboter im Arsch hier, so. So, wo sind die, Moment, das ist gerade ein bisschen verwirrend. Da ist Xinhua. Okay. Da ist Xinhua. Und wo ist der? Da ist ein Arzt. Ah, hier ist der. Okay. Hier ist der Khan Sundo. Okay. Meine. Hörst du auf? Was ist denn hier jetzt los? Warum? Boah. Das ist aber gerade ein bisschen viel von allen Seiten hier, ey. So, Freunde. Mach diesen Hyperion platt. Puh. Oh Gott, und der, bitte. Lauf zurück hier. Nicht kaputt machen den Kollegen. Puh, ey, Arzt, bitte. Mein Gott. Leute. Die mehr als willens sind, das großzügige Angebot zu akzeptieren, ja, das ich Ihnen unterbreitet habe. Dann machen wir das doch mal, Freunde. Mit Ihrer Genehmigung. Okay. Oh, Gott sei Dank. Ich hoffe für Sie, dass es das wert ist, Xinhua. Mir gefällt es nicht, dass Sie Ihre Hände so bereitwillig in die Schatztruhen stecken, um die wir so hart gekämpft haben. Ja, ist okay, Kollege. Das schaffen wir schon. Egal, wie viel Geld wir ausgeben. So. Da bitte einmal entladen. So. Ho. Was für ein glücklicher Zufall, Okan. Durch die Einnahme dieser Stadt haben wir auch erhebliche Mengen an Ressourcen gewonnen. Wow. Okay, das ist jetzt natürlich mega cool. Muss ich sagen. Mega cool. Gut, wir haben Gold. Wir haben hier Eisen. Warum sammelt ihr nichts? Arbeitet! Während sie die Angriffe feindlicher Truppen der anderen Kolonien... Aber ja, aber das kann ich nicht abwehren. Das kann ich nicht abwehren, Freunde. So, wir haben hier jede Menge Zeus. So. Gut, lasst uns erstmal in Ruhe aufbauen. Okay, du läufst bitte rein. Was soll das denn? Was sind das denn? Schwebepanzer. Die sehen aus wie bei Star Wars. Die Druidenpanzer. Oh ja, die Druidenpanzer, Freunde. Die sehen richtig... was? Um Himmels Willen. So, kommt mal bitte her. Helft mal bitte. Helft mal bitte Paladin-Kanone. Ach du Heilige. Wie viel halten die denn aus? Ah, gut. Das heißt, wir wissen... Ach du Scheiße. Die Bereitschaftspolizei kann da gar nichts machen. Ach du Kacke.
Ach du Kacke, Freunde. Oha. Das ist heftig. Das ist heftig gerade. Viele Paladin-Kanonen. Was zur... Was ist denn da los? Ich kann doch nicht an... Alter Schwede. Was geht denn hier ab? So, dann... Mach diese Einheiten hier kaputt. Los. Wir haben Zeus-2-Roboter. So. Die halten mir hier zu viel aus. Das ist irgendwie total bescheuert, aber gut. Ihr haltet da die Stellung. Ach, zum Glück haben wir Skywatcher-Einheiten, ey. Puh. Alles klar, Freunde. Dann können wir endlich mal ein bisschen loslegen, denke ich. So. Hallo? Was zieht da so viel ab? Oh, um Himmels Willen. Haben wir hier noch was? Ja, wir haben hier noch diese Einheit. Mein Zeus-Roboter. Aua. Na Gott sei Dank. Okay, der Panzer, der wuppt das gerade. Haben wir hier noch irgendwo... Oh, was ist das denn? FCL-Forschungszentrum. Okay. Da kommt noch mehr. Wieso kommt da jetzt mit einer Mannequin hier? So, Freunde. Wir können Flugzeuge... Was ist... Was ist das denn jetzt? Was ist... Ein UFO! Was zur... UFOs! Oh mein Gott! Jetzt kommen die UFOs hier an! Die Außerirdischen! Oh Mann, Freunde, was ist das? UFOs! Okay. Na Gott sei Dank, ey. So, wir haben hier unsere Skywatcher. Meine Güte. Alter Schwede. So. Wir brauchen unbedingt Anti-Luftangriff-Einheiten. Was? Was? Wo kommen die denn jetzt her? Oh nein, der große Kahn. Wie soll ich das denn machen? Oh Gott, was ist denn hier los? Müssen wir jetzt nochmal von da Shit. Scheiße. Was ist jetzt los? Das heißt, wir müssen nicht direkt Ressourcen abbauen, sondern erstmal jede Menge Flugabwehr bauen. Alles klar. Gut. Man wartet aber... Ja. So. Dann hier bitte drauf. So, Freunde. Verdammt nochmal. Wir müssen hier so viele Einheiten wie möglich behalten, Freunde. So viel wie möglich behalten. Und ihr fahrt einfach zurück. Fahrt einfach zurück. So, Freunde. Mein Gott, das ist echt heftig gerade. Ja, danke. Danke, ihr Penner, echt. Was soll das? Oh mein Gott, ich komme hier gerade keinen Schritt weiter. Da war die letzte Folge so schön cool mit Fortschritt und so. Da haben wir jetzt hier gar nichts mehr. Alles klar. Da kommen sie schon. Was? Was soll das denn? Okay. Gut, Freunde. Ich hoffe, dass euch das hier trotzdem gefällt, weil das ist richtig krass hier gerade. Nicht genug, was? Ja, kommt, dann helft mal alle mit hier, los. Alle mithelfen. So, ihr bleibt da oben. Alle mithelfen. So, ihr auch bitte, alle mithelfen. So, damit wir hier auch mal ein paar Einheiten übrig haben können hier. So, die sind weg, sehr gut. Ihr habt doch immer auf den König hier abgesehen, ne? So, Freunde. Weiterkämpfen. Mein Skywatcher ist zwar weg, aber das ist okay. Ein Arzt ist weg, ja. Okay, alles klar. Wachposten. Wo ist der Dissex-Sinua? Alles klar, Freunde.
Alter Falter, das ist schon echt krass gerade. Aber das war doch sehr gut. So, das speichere ich jetzt. Das wird jetzt gespeichert, Freunde, damit wir diese Schlacht nicht immer wieder schlagen müssen. Ich hoffe für Sie, dass es das wert ist, Xenwa. So. Mir gefällt es nicht, dass Sie Ihre Hände so bereitwillig in die Schatztruhen stecken, um die wir so hart gekämpft haben. So, Freunde. Alle weg hier, kommt. Meine Güte, was? Die Frage ist, wie ich das jetzt gleich schaffen soll. Ich denke mal, wir müssen ganz einfach ganz viel Flugabwehr bauen. Und nochmal speichern. Sofort speichern. So, Asiaten, Freunde. Ihr bitte auch entladen. So, das heißt, wir brauchen hier unten tatsächlich Flugabwehr. Ganz viel. So, dann baut bitte Flugabwehr. Dann müssen, das heißt, wir müssen dann hier uns hier hinter die Mauern stellen. Genau. Ja, ja, da kommen sie schon. Hier ist nichts zu sehen, ganz genau. Gut, und du gehst bitte zum Gold. Hallo? Ihr baut bitte hier unten weiter. Wehren Sie Angriffe feindlicher Truppen an der anderen Kolonien ab. Alles klar, dann kümmern wir uns mal darum, ne? Wir haben Roboter, aber wieder keine Ares. Na gut. Pandora 2 Minuten. Ja, bau halt. Keine Ahnung. Roboter. So, Freunde. Ah, verdammt. Nein. Stopp. Ich brauche die Ressourcen für die Flugabwehr. So, da kommen sie. So. Ihr könnt hier schön abwehren. So, alle nacheinander. Sehr gut, Freunde. So was da zeigt ihr. Immer schön im Krankenhaus stehen bleiben. Und da bin ich jetzt mal gespannt. So, jawohl. Nee, warte mal. Hubschrauber, ihr könnt mal bitte das Zeug da ablenken. So, ja, das ist in Ordnung, dass sie da ein bisschen drauf feuern. So, dann haben wir jetzt ja schon mal den Start. So, da kommen jetzt die Einheiten hier. So. So viele Bomber, Freunde. Ei. Meine schönen Bürger. Aber gut. Wir haben hier genug. Ui, wir haben hier einen Poseidon-Roboter. Ja, okay, wartet mal. Kommt ihr mal bitte hier rein, das bringt ja nichts, wenn ihr da alleine kämpft. Bereitschaftspolizei. So, Freunde. Wo ist der Xinhua? Da bist du, Xinhua. Hallo? Komm bitte raus da, um Gottes Willen, ey. So. So, Freunde. Alles klar. So, die wollen nämlich hier immer schön auf die Könige hier. So. Okay. Das heißt aber auch, das war jetzt hier. Hä? Was machst du denn? Was macht. Ach, okay. Ja, gut. Pff, alles klar. Verteidigen Sie. Okay, Überfälle. Ja. Das haben wir aber ganz gut hingekriegt, finde ich. Wir haben jetzt hier noch einige Zeus. Da kommt jetzt hier ein UFO an. Ja, genau. Schieß auf das UFO. Genau. Ach, die. Ja, okay. Na, komm. Die Aliens hier, ey. Was ist das denn? Oh mein Gott. Alles klar. Und kaputt das Zeug. Sehr gut. Meine Güte, Freunde. Das dauert aber auch echt lange, ne? Bis die hier ihre, bis wir hier unsere Bürger haben. Ja. Da kommt noch mehr Zeug. Zieht die alle mal bitte hier in die Krankenhäuser rein. So, Freunde. Ja, dann können wir jetzt endlich mal weiterreden. So.
alle die Einheiten bitte platt machen. Ich überlasse euch jetzt einfach mal euren Schicksal. Alter Schwede. Genau. Sehr gut. Bereitschaftspolizei, jawohl. So. Den beiden geht's gut. Das ist sehr gut, Freunde. So. Zeus 2, bitte auf diesen Hyperion 2. So. Ah, wunderbar hier. Das haben wir gut hingekriegt, muss ich sagen. Hallo? Warum geht ihr nicht dahin? So, Freunde. Gut, dann können wir uns ja mal ein bisschen aufbauen, tatsächlich. Ah, wir haben sogar eine Panzerfabrik. Jawohl, bauen wir mal Raketenabwehrbatterien. Die soll sehr gut sein, habt ihr gesagt. Ich vertraue euch da einfach mal. Und, ja, Freunde, freut mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei Empire Earth. Jetzt kommt hier was. Was? Was ist das jetzt? Na gut. Na gut. Alles klar. Aua. Du Sack. Ja, genau. Genau, Junge. Dann zieh das Flugzeug bitte hier rein. Ja, klar. Jetzt kommt er da noch mit noch mehr Zeus-Robotern an hier. Oh Gott, sind das auch Zeus 2? Nee, das sind nur normale Zeus. Okay. Was ist denn mit den Raketenwerfern? Die machen gar nichts. Oh Gottes Willen, Freunde, ey. Oh Mann. Oh, Flugzeuge. Hubschrauber, was auch immer hier alles kommt. So. Okay. Verdammt nochmal. Wachposten bitte auf diesen Hubschrauber da oben. Skywatcher, ich brauch dich mal hier vorne. So. Jawohl, Freunde. Den Angriff haben wir auch nochmal abgewehrt. Wunderbar. Ja, den kriegen wir auch kaputt. Das ist sehr schön. Puh, alles klar. Das heißt, die Raketenwerfer, die haben irgendwie gar nichts gemacht. Na gut, dann bauen wir einfach mal ein paar Panzer, würde ich sagen. So. Boah, der mit seinen Flugzeugen. So. Wir haben jetzt hier genug Flachs. Und Roboter könnten wir bauen. Ja, mach mal Pandora 2 und ein Minotaurus, bitte. Das Blöde ist halt echt, dass wir hier... Ja. Wir können aber die Bauer wieder zuwachen. Ja, mach mal bitte die Bauer wieder zu. So, ich denke, das ist gar keine schlechte Idee. Gut. Und ihr könnt bitte Eisen sammeln. So, ich glaube, den ersten Schwall haben wir schon mal überstanden hier. Oh, Ares-Roboter, wie unfair! Wie unfair! Der Gegner hat natürlich Ares-Roboter, ne? Ist klar. Ja, na gut. Geht jetzt mal dahin? So, wunderbar hier. Mauer wieder zumauern, bitte. Puh. Alles klar. Jawohl. Sehr gut. Das heißt, ihr könnt dann wieder hier... Was zur... Alles klar, Freunde. Das heißt, wir haben wieder ein bisschen Ruhe, tatsächlich. Das ist sehr gut, weil dann können wir uns in der nächsten Folge tatsächlich mal ein bisschen aufbauen. Können wir Türme bauen? Wir können wieder keine Türme bauen. Wie unfair ist das? Naja, alles klar. Gut, Freunde, im Anbetracht jetzt, dass die Folge schon wieder voll ist, würde ich einfach mal sagen... Jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, unten in der Linkbeschreibung ist der Link zu meinem Discord-Server. Ich würde mich freuen, euch da begrüßen zu dürfen. Und ja,
Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.